Ach komm, leck mich, ich hab keinen Bock drauf. Ehrlich, keine Ahnung. Und damit einen wunderschönen und willkommen zurück zu einem Spiel, was mich gerade im Moment ziemlich wahnsinnig macht, und zwar Onimusha 2 Samurai's Destiny. Wir laufen hier mit unserem Tamagotchi entlang und mit dem muss ich mich jetzt hier rumschlagen, weil ich absolut mit der fucking Steuerung nicht klarkomme. Ja, der ist einfach echt scheiße spielbar, muss man mal einfach gesagt haben. In Teil 3 gibt es ja so Ähnliches auch nochmal. Da muss ich aber gestehen, läuft es ein bisschen besser als hier jetzt mit ihm. Es ist alles ein bisschen weird. So, komm, ihr könnt mich mal jetzt kreuzweise, ey. Ich kämpfe so wenig wie möglich, wenn es geht. Weil das ist echt brutal scheiße. Und schon wieder tot. Geil. Mit welchem Charakter sterben Sie? Nein? Nein? Nein. Das hättest du wohl gerne, Kollege, ne? Das hättest du wohl gerne. Nee. Ist das jetzt leicht oder was? Leck mich am Arsch! Nee, 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 das Spa... Nee! Da lade ich aber das Spiel. Ganz gepflegt, du, das sage ich dir aber. Hier wird nicht leicht gespielt. Wo bin ich denn hier? Also... Da kannst du aber knicken, kannst du das. Scheiße, nee. Boah, hab ich keinen Bock mehr auf diesen Magauchi. Tamagotchi. Die Steuer, das ist ja der pure, das ist die Hölle. Warum kann er nicht einfach schlagen? Nein, er muss mit einem Gewehr rumlaufen. Ah, oh, das kann ich auch. Feel my power. Halt drauf, alles was geht, Kollege. Bleib, wo du bist. Scher dich weg, Dämon. Oh, er ist tot. Ich hab's geschafft. Gott sei Dank. Und da kommt bestimmt gleich noch was viel Schlimmeres. Ma, hörst du mal auf? Ey, ich verstehe das nicht, warum die Charaktere so viel Schaden machen, obwohl ich da zweimal drauf schieße. Aber mit Yubei muss ich da 100-mal drauf kloppen. Und da passiert nichts. Flammenwerfer? Geil. I can save him with this. I'm coming for you, Jubei. Okay, dann schauen wir mal, was macht denn der Flammenwerfer? Jetzt habe ich einen großen hier. Holy crap. Okay, hier ist nichts mehr. Wir können also zurücklaufen. Jetzt haben wir einen Flammenwerfer. Jetzt mache ich euch den Arsch heiß.
Ja, wenn du mal ein bisschen schneller damit agieren würdest. Guck mal, ich komme noch nicht mal dazu anzugreifen. Das ist schon geil. Dreckig von hinten, ihr Schweine. Es ist so lächerlich, ne? Mit dem Ding ist es schon ein bisschen leichter, aber ich muss gestehen, da nervt es wieder, dass der so lange braucht, bis das funktioniert. Komm, wir gehen da jetzt einfach durch. So, habt ihr jetzt genug? Habt ihr die Schnauze jetzt voll? Alter, nee, ey. Das ist ja gruselig. Komm. Lass es bitte ein Ende haben. Das ist ja wirklich... Oh... Schrecklich. Was genau soll das jetzt? Wo ist dieses Kackvieh jetzt? Ja toll, jetzt hat das Vieh meine super... Alter, nee! Wo ist das denn jetzt? Wo ist das komische Kackvieh? Da hinten! Warum kann ich es nicht töten? Kannst du mal bitte mir das Ding wiedergeben? Oh, komm, weg hier. Die Viecher gehen gar nicht klar. Kann ich vielleicht... Ey, es ist so lächerlich. Okay, damit kriege ich die Wand auch nicht kaputt. Ey, ihr könnt mich jetzt alle mal so kreuzweise, ne? Das ist... Mit ihm spielen macht mir gerade gar keinen Spaß.
Ja, und jetzt? Ich verstehe jetzt nicht genau, was ich hier machen soll. Also ich muss irgendwie diese komische Rolle, dieses Zuckerrohr wieder bekommen oder das Bambusrohr, whatever. Oh. Ja! Sorry, aber da geht mir kriege ich ja einen Hassständer bei hier. Ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Hau das Vieh schon wieder ab. Oh, ich hab's gekillt. Wie auch immer, keine Ahnung. So, ich hau jetzt ab. Scheißegal. Ich hab das dumme Ding, jetzt gehen wir nach Yubei zurück. Oh Gott, bitte lass mich nie wieder mit diesem Charakter spielen. Das ist ja ekelhaft as fuck. Nee, lass mal. Wenn das Spiel die ganze Zeit so wäre mit diesem Charakter, ich würde das nicht spielen. Da würde ich mich verweigern. Ja, Teil 1 schön und gut, aber den Teil hier, den würde ich gepflegt auslassen. Aber ich habe das irgendwie immer so. Bei ganz, ganz vielen Spielen finde ich den zweiten Teil nicht gut. Ja, und das ist hier jetzt auch der Fall. Ich finde, Teil 1 war viel, viel geiler als der hier jetzt, aber egal. So, eigentlich sollte ich Yubei helfen. Ja, dann helf ihm doch! Bitte, helf ihm! Bitte lass mich mit ihm spielen und nicht mit dir. Are you all right, Yubei?
Ja. I'll live. Thank you, Magawichi. No, I should thank you. Well then, we're even. Jubei. Maybe. But please, take this anyway. Okay, Rohr mit Superpulver. Grünes Armband. Geil. Ja, das freut mich ja schon mal sehr. Aber kann man denn jetzt theoretisch... Moment mal. Wo war das jetzt? Mit der einen Dings, wo ich nicht weitergekommen bin. Vielleicht kann man da ja das Pulver benutzen. Nicht hier, sondern da. Aber bevor ich das tue, werde ich natürlich erstmal mein Dingens hier aufladen. Ich überlege gerade, sollen wir das oder das? Ich weiß, egal. Wir machen das jetzt voll. Arschlecken. So, jetzt fehlt nur noch eine Waffe. Der Rest kommt da rein. Und jetzt schauen wir mal eben, ob ich denn... Nee, nicht hier. Sondern da mit dem Pulver durchkomme. Tatsächlich. Ah, okay. Können wir das mit den anderen auch machen? Tatsächlich. Was stand da sicher? Wartet meine Alte auf mich? Sicher wartet auch meine Alte auf mich. Okay. Ich akzeptiere das. Wir nehmen mal unsere Lieblingswaffe zur Hand. Und dann gucke ich jetzt mal, komme ich denn da jetzt durch? Tatsächlich. Oh nein! Schon wieder sowas. Und das ist immer an so einem Punkt, Alter. Das gibt's doch gar nicht. Ach komm, leck mich. Ich hab keinen Bock drauf. Ehrlich. Keine Ahnung. Ihr könnt mir auch alle erzählen, wie blöd ich bin, aber ich hab jetzt keinen Nerv auf die Kacke. Bin ich ganz ehrlich. Egal. Es ist mir egal, was da drin ist. Es ist mir wirklich einfach egal. Noch schneller. So, mit ihm kann man wenigstens die Gegner umhauen. Das ist doch das Wichtigste. So. Nee, da verzichte ich jetzt auch mal drauf.
Ich weiß auch gerade gar nicht, wo ich hin muss, um ehrlich zu sein. Ich würde jetzt gerade gerne einfach mal speichern und das werde ich jetzt auch tun. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Onimusha 2 Samurai's Destiny wieder und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet, denn dann hoffe ich, finden wir einen Weg wieder raus aus dieser verwunschenen Höhle hier. Und ich muss heute sowieso Feierabend machen, denn ich spiele jetzt schon relativ lange, habe heute bestimmt, warte mal, lass mich mal zählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Folgen aufgenommen, oder? Ja, 7 Folgen, genau mit der hier. Und irgendwann ist auch mal gut. Ich habe jetzt auch, wie gesagt, noch nicht mal mehr Kopf für die Rätsel da. Von daher lasse ich heute einfach mal die Finger von dem Spiel. Und wir sehen uns morgen in alter Frische wieder. Schaltet ein, ich würde mich freuen. Lasst Kommentare und Däumchen da. Und immer dran denken, wenn ihr diese Folge, zu Ende seht. Ihr bekommt immer ein einziges von mir. Und was das ist, wisst ihr ja.